Am 3.3. Finale gegen Generali Haching. Siehst du dich da eher als Außenseiter oder ist das eine komfortable Situation in diesem Endspiel? Ja gut, okay, was heißt Außenseiter? Also Außenseiter im Sinne von, wir sind in Tabelle weiter hinten. Ja, Außenseiter im Sinne von, Generali Haching hat nominell den stärkeren Kader, ja. Außenseiter im Sinne von, unsere Chancen sind schlecht zu gewinnen. Nein, absolut nicht. Ich denke, wir begegnen Haching auf technischen, taktischen, kämpferisch absolut auf Augenhöhe. Wir sind geil auf das Spiel. Wir haben einen sensationellen Fanblock, der aus ganz Europa zusammenkommt. Ah, okay, aus Deutschland, Belgien und Holland. Und die werden ordentlich die Gary-Weber-Halle da zum Beben bringen. Und ja gut, wenn Haching sich als Favorit sieht und denkt, die müssen das Spiel gewinnen, umso besser für uns. Aber wenn die denkt, das wird ein Spaziergang gegen Mörs, nur weil wir nicht zu den großen drei gehören, dann werden sie sich ganz schön umgucken. Dankeschön. Danke, Oskar. Du bist Kapitän der Mannschaft. Was nimmst du mit an Selbstbewusstsein in das Finale, weil du deine Jungs ja am besten kennst? Das ist eine Frage. Was ich mitnehme? Auf jeden Fall, dass es einfach dieses Jahr echt eine geile Truppe ist. Also, dass wir super zusammen spielen. Wir passen irgendwie super zusammen. Also, wir haben eine super Teamzusammengehörigkeit. Wir machen auch viel außerhalb der Halle zusammen. Ja, also ich... Es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel, denke ich. Okay, viel Glück dabei und viel Spaß. Danke. Genießt es. Ihr seid jetzt im Pokalfinale. Wie sehr beschäftigt dich das als persönliches Highlight oder lässt dich das gelassen? Nee, überhaupt nicht. Das Halbfinale war das Spiel des Jahres. Halle, ich habe es selber, durfte es schon zweimal erleben. Es ist eine absolute Ehre, da spielen zu dürfen vor so vielen Leuten, 10.000 Zuschauer. Es ist nicht nur so, dass die Leute kommen, die uns hier oder auch die anderen Mannschaften unterstützen. Die ganze Volleyballwelt schaut auf das Spiel. Alle sind begeistert, was der deutsche Volleyball da auf die Bühne, auf die Beine stellt. Und es ist einfach ein absolutes Highlight, da zu spielen und Teil sein zu dürfen und auf dem Feld zu stehen und die ganzen Emotionen und alles aufzusaugen und hoffentlich das Spiel dann auch jetzt endlich mal zu gewinnen. Danke, Tobias. Okay, Bart. Welche Gefühle, Emotionen hast du, wenn du an den Tag denkst, vor 10.000 Menschen im Gary-Weber-Stadion zu spielen? Das ist ein super geiles Gefühl. Jede Leute, die ich liebe, kommen gucken. Und ich habe immer für so viele Zuschauer Volleyball gespielt. So, das ist das Höchste, was ich kann machen. Okay. Okay. Super. Was könnten deine Gedanken sein, bevor du in das Gary Weber Stadion einläufst? Mein letzter Gedanke ist an meine Familie, an meine Frau und an die Arbeit, die ich machen musste, bis hierher zu kommen. Aber ja, ich versuche nicht so viel zu denken und einfach Spaß haben. Okay. Gut. Wie bereitest du persönlich dich auf das Finale, auf den Tag des Finales vor? Vor dem Spiel erst ein schönes Frühstück, das ist immer wichtig. Und danach gehen wir ein bisschen spazieren, ein bisschen draußen laufen und alles. Und danach eine Stunde schlafen. Und nach der Stunde schlafen gehen wir auch noch eine Stunde ungefähr FIFA spielen mit den Holländern in unserer Mannschaft. Okay. Und dann sind wir gut vorbereitet und dann noch einmal essen und dann sind wir fertig darauf. Okay.